Wo ist denn die Wildnisausrüstung? Ach, da oben. In der Box! Ja, das Lustige ist, man erkennt zwar jetzt die Quest besser, aber durch diesen fetten lila Kreis sieht man nicht, wenn da hinter dem Typen eine Box ist, die man anklicken muss. Medizinischer Rucksack und Energieschild. Würden zwei Kurien jetzt hier echt wirklich durch die Pampa schicken? Oh Gott! Voll die Horrorfilmmusik. Valkorion, wir müssen reden. Euer Leben wird durch Taten geprägt, nicht durch Worte. Wir haben nichts zu diskutieren. Wir haben nichts zu diskutieren, Jüngchen. Als ihr vor mir niedergekniet seid, dachte ich, dass ihr mein größter Verbündeter werden würdet. Ich konnte nicht ahnen, wie falsch ich lag. Ich habe eine Allianz aufgebaut, um Arkan für seine Taten zu bestrafen. Ich habe mich an unsere Abmachung gehalten. Es wird sein, dass sie dasselbe tut. Ich bin nicht euer Diener. Und ihr habt meine Geduld das letzte Mal auf die Probe gestellt. Valkorion hat mich verraten. Dumme Hure. Schön, dass wir wenigstens Überlebensausrüstung haben, wa? Als hätten wir es gewusst. Lana, hört ihr mich? Etwas ist passiert. Ich brauche eure Hilfe. Plot Twist, wir waren wieder 5 Jahre im Koma oder so. Eure Freunde können euch nicht hören. Ihr habt mich hergebracht. Warum? Manchmal braucht die Evolution einen Anstoß. Oh Gott, Valkorion ist da. Ein Opfer. Ihr habt vergessen, wie es ist, dem Tod alleine ins Angesicht zu blicken. Ich werde euch daran erinnern. Man hat euch einen Weg gezeigt, aber ihr weigert euch, ihn zu beschreiten. Das wird sich ändern. Spürt ihr, wie sich die Raubtiere nähern? Sie wittern eure Schwäche. Sie wird für sie ein Festmahl sein. Das Koran geht mir gar nicht auf den Sack, oder so? Nee, überhaupt nicht, warum auch? Schicksal zu erfüllen. Ich bin es leid, von eurem mangelnden Fortschritt enttäuscht zu werden. Möglicher Ausgang, dann wird da nichts passieren. Warum war mir jetzt klar? Thank you.
Mein Sohn hat mich überrumpelt, weil ich es ihm erlaubt habe. Aber ihr wart schwach. Hey, du nennst mich schwach, Digga. Was? Du nennst mich schwach, Digga? Was ist was los? Vergessen. Stahlschwänziger Odessen-Pirscher. Hey, genau wie ich. Trotz eures wertvollen Kriegsschiffs, einer Legion von und meiner gewaltigen Stärke bleibt ihr. Alter Vater. Ständig. Was passiert? Alles klar. Warte. Eure Rüstung, eure Waffen und euer Instinkt sind nicht genug, alter Vater, Sieg zu erringen, Jäger. Schreibt der Penis mit Glühwürmchen? Nein. Domi? Stumpf, Thomas. Bumst der dich auch so? Solange ihr nicht ein ganzes Potenzial benutzt, okay, werdet ihr nur eine Spielfigur eures Schicksals sein. Und niemals. Alter. Du hast doch in der Mitte die Ausrüstung. Heil dich gegen. Das tatsächlich? Wie erbärmlich. Die Zukunft ist kein Fluss, der uns zu einem Ziel trägt. Sie ist wie ein Meer, das uns verschlingt, wenn wir nicht vorbereitet sind. Es gibt zwei Bestimmungen für euch, Fremdling. In einer besiegt ihr Arkan, beansprucht den ewigen Thron und formt die Galaxis. Klar, wir werden Imperator, das ist natürlich unsere Bestimmung. In der anderen stirbt ihr. Alleine. Was sollten wir sonst werden? Ich habe Swag euch Lord gebracht, damit ihr Führer, aber sind wir ja schon, wir haben schon gewonnen. Kostet. Der Kampf wird gar nicht lange dauern oder so. Fast gar nicht. Seid beruhigt, ihr müsst nicht auf 0 kloppen. Wahrscheinlich auf 10%. Nee. Ein Viertel oder so von seiner Energie. Okay, genau. Trotzdem zu viel. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ja. Junge, nerv doch nicht so. Ah. Boah, jetzt stand er mich auch noch ständig. Er hat den locker besiegt, der ist voll die Flachpfeife. Wie konnte ich nur glauben, dass ihr etwas ändern könntet?
was ich fähig bin. Ihr auch nicht. Und darin liegt das Problem. Es war nur ein Bruchteil der Schmerzen, die meine Kinder euch zufügen können. Wenn ihr euer Training nicht beendet und zu etwas Größerem werdet, werdet ihr die ganze Härte ihrer Wut spüren. Von einfachen Schlägern bis zu gigantischen Monstern habe ich alles besiegt. Ich glaube, das Training habe ich hinter mir. Ihr seht den Weg nicht, den ihr gehen müsst. Selbst dann nicht, wenn er genau vor euch liegt. Lasst das eure erste Lektion sein. Ich kann nicht bleiben, um euch länger zu beschützen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss. Aber ich gewähre euch ein letztes Zeichen meiner Gunst. Alter. Erfüllt euer Schicksal und ich verspreche, dass ich zurückkehren werde. Ihr könnt außerhalb meines Kopfes existieren. Wohin wollt ihr gehen und warum? Es macht keinen Sinn, es zu erklären. Ihr werdet es verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Yo. Holocron suchen gehen. Was? Bruder. Muss ich das hier jetzt echt alles andingeln? Vater, boah. Nicht selbst Alter Vater. Er bestraft dich, weil du seinen Sessel gestohlen hast. Er ist nicht wütend. Vater fühlt nie irgendwas. Nicht mal als ich als Texan gestorben ist. Er war ein guter Bruder. Er hat mir von allen Welten, die er erobert hat, Geschenke mitgebracht. Ich habe dich von Vaters Kontrolle befreit. Ich hoffe, damit habe ich deine Unterstützung verdient. Meine Loyalität gehört dir, Arkan. Immer. Alles klar, Prinzessin Engetit. Techniken des Jedi-Kampfmeisters. Ich hab einen Fallschirm oder einen Jetpack oder sowas. Meine Fresse. Ihr seid das Feuer des Drachen nicht wert! Was für ein Ding? Aber sind wir hier im Limbus gefangen? Hat so ein bisschen das, den Anschein. Ach, nur Folter. Mit der Limbus schwerer, dem ist angenehmer. Ich glaube auch.